Hallo, Screencast-Name lautet heute Bash-Umleitung. Ich werde in der Konsole arbeiten, öffne also ein Terminal, gehe auf Anwendung, Zubehör, Terminal. Zum ersten die Umleitung der Kommandoausgabe in eine neue Datei. Bei einem Kommando wie zum Beispiel UNAME Enter gibt es eine Ausgabe, die auf dem Bildschirm erscheint. UNAME bringt übrigens ein paar Systeminformationen ans Tageslicht. Wer mehr über UNAME wissen möchte, gibt ein Mann-Leerzeichen. UNAME Enter. Hilfetext wird beendet mit der Q-Taste oder UNAME Leerzeichen minus minus Help. Enter. Soll diese Kommandoausgabe in eine neue Datei geschrieben werden, tippe ich ein UNAME Leerzeichen, minus A, das Kommando, minus A übrigens für alle Informationen, weiter mit Leerzeichen größer als Leerzeichen, dann den Namen der neuen Datei, Enter. Es gibt dabei keine Bildschirmausgabe. Den Inhalt der Datei schaue ich mir an mit Cat, Leerzeichen, den Dateinamen, Enter. Dieser Dateiinhalt ist die Ausgabe von UNAME, Leerzeichen, minus A, Enter. Umgekehrt ist es möglich, den Inhalt einer Datei zu einem Kommando umzuleiten, zum Beispiel WC, Leerzeichen, kleiner als, Leerzeichen, dann den Namen der Datei, Enter. Anzahl der Zeilen, Wörter und Zeichen der Datei wird ermittelt und ausgegeben, wobei man hier mit Leerzeichen und kleiner als weglassen kann. Dabei geht das Ganze auch. Fehlermeldungen können wie folgt in eine Datei umgeleitet werden mit Kommando, Leerzeichen, 2, größer als, Leerzeichen, dann den Namen der neuen Datei. Es gibt drei Standardkanäle. Standard-Eingabe 0, Standard-Ausgabe 1, Standard-Fehlerausgabe 2, deswegen 2 größer als. Fehlermeldung und Kommandoausgabe werden durch Kommando, Leerzeichen, größer als, Unzeichen, Leerzeichen, dann den Namen der neuen Datei, Enter, in eine neue Datei geschrieben. Eine Pipe führt dazu, dass die Ausgabe von Kommando 1 zur Eingabe von Kommando 2 wird. Beispiel ls Leerzeichen, minus L, Leerzeichen, senkrechter Strich, Leerzeichen, Head, Enter. Es werden nur die ersten 10 Zeilen der Ausgabe von ls, Leerzeichen, minus L, Enter, aufgelistet. Ein doppeltes größer als lässt die Ausgabe nicht in eine neue Datei schreiben, sondern hängt die Ausgabe an den Inhalt einer vorhandenen Datei an. Ich tippe ein Date, Leerzeichen, größer als, Leerzeichen, dann den Namen der schon vorhandenen Datei, Enter. Schau mir den Inhalt nochmal an mit Cat, Leerzeichen, dann den Namen der Datei, Enter. Wie man sieht, wurde hier das Datum noch hinzugefügt. Außerdem kann man veranlassen, dass die Ausgabe auf dem Bildschirm zu lesen ist und gleichzeitig in eine neue Datei gestellt wird. Als Beispiel Name, Leerzeichen, minus A, Leerzeichen, senkrechter Strich, Leerzeichen, T, E, E, Leerzeichen, dann die Namen der neuen Datei. Enter. So gibt es eine Bildschirmausgabe.
und die Ausgabe wurde in eine neue Datei geschrieben. Schauen wir den halt nochmal an mit cat Leerzeichen, dann den Namen der Datei. Okay, zum Schluss möchte ich noch zeigen, wie man die Ausgabe in ein anderes Terminal umlenkt. Ich öffne also ein zweites Terminal, gehe auf Anwendung, Zubehör, Terminal, führe im zweiten Terminal den Befehl TTY Enter aus, um die Schnittstelle des zweiten Terminals herauszufinden. Jetzt tippe ich im ersten Terminal ein ls Leerzeichen minus l Leerzeichen größer als Leerzeichen, gebe jetzt die Schnittstelle des zweiten Terminals an. Enter. Und das war's im ersten Terminal. Ist keine Ausgabe zu sehen. Aber im zweiten Terminal sieht man jetzt, dass der Inhalt des Verzeichnisses, also mit dem Befehl ls, Leerzeichen minus l, ausgegeben wurde. Gut, das war's schon wieder. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.